Hallo und willkommen zurück zu den nächsten Neuigkeiten zum LS25. Noch gut 3 Wochen, dann können wir ihn spielen. Und wir schauen mal, was Giants in der letzten Woche an Informationen rausgehauen hat. Und da starten wir dieses Mal mit den Ziegen. Die Ziegen sind jetzt nochmal neu rausgekommen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns mal an. Giants schreibt: Nach Bienen. In Farming Simulator 22 haben wir uns für Farming Simulator 25 wieder an das Reißbrett gesetzt und hart nachgedacht. Welche Tiere fehlen noch? Würmer, Bären, Drachen. Die haben es leider nicht in die engere Auswahl geschafft. Genauso wenig wie Amazonasdelfine, Ameisen, Igel und Kobolde. Aber wir sind sowohl eure als auch unsere eigene Wunschliste durchgegangen und haben sofort gedacht, okay, das ist es. Lasst uns die Chance bei den Hörnern packen. Wasserbüffel. Wasserbüffel und Ziegen. Ja, nee, ist klar. Aber reden wir nicht um den Ziegenmisch, um den mit Ziegenmisch verfeinerten Brei herum? Über den Wasserbüffel wisst ihr bereits Bescheid. Falls nicht, werft einen Blick auf unser Preview. Zusätzlich zu diesem mächtigen Tier südostasiatischer Abstammung wollten wir Vierhäuter an eine weitere Option zur Auswahl geben. Ziegen. Und wir gucken uns erstmal das 25 Sekunden Video dazu an. Here's a cool new feature for Farming Simulator 25. We looked at the animal wish list and thought, okay. We goat this, Giant Software. So, here are goats. Fluffy coat, tiny horns, rectangular pupils. The whole package. They provide enjoyment and milk. Dairy productions allow you to create delicious, profitable goat cheese. Tastes great with honey, by the way. Mm-mm. Gut, schmeißen wir kurz zusammen. Sie haben uns also Ziegen gebracht, die ebenfalls in, ich vermute mal auch, 3 Stufen wachsen, von ganz klein bis ganz groß. Die laufen natürlich drum, fressen das Gras, geben uns Milch und aus der Milch können wir unter anderem Ziegenkäse herstellen, den wir gut verkaufen können, laut der Werbung jetzt hier. Und ja, da schauen wir uns den Rest einfach mal an. Die Ziege. Steile Hänge, starke Hufe. Ziegen möchten natürlich authentisch dargestellt werden. Und das Komplizierteste sind ihre Beine und ihre rechteckigen Pupillen. Zuerst haben wir fast zufällig einen Dahu erschaffen. Ein Fabelwesen. Okay? Mehr darüber erfahrt ihr von Kati. Stimmt, ihr wisst doch nicht, wer sie ist, oder? Macht nichts, bald wisst ihr mehr. Ah ja, also irgendeine Information von irgendeiner Kati kommt da wohl noch. Ein falscher Regler und kürzere Beine auf einer Seite und schon hat man ein fantastisches Biest, also Vorsicht. Nachdem wir die Beinlängen angeglichen und den Dahu wieder in sein folkloristisches Dasein verbannt haben, glauben wir zumindest, arbeitete eine Gruppe von 2D- und 3D-Artists unermüdlich an den Ziegen. All das, damit diese Tiger genau das tun konnten, was sie am besten können, majestätisch starren. Also die Schriftart ist auf jeden Fall lustig. Hier sehen wir so eine Ziege da hinten. Im Hintergrund sehen wir eine kleine. Und dann sehen wir hier die größere. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Also diese Augen, was sie ja schon beschreiben, die Hörner, das sieht so auf den Bildern echt gut aus. Aber hier oben ist irgendwas verzerrt. Sollen wir mal gucken. Das Fell sieht auf jeden Fall weich aus. Der Flaum hier unten, wie man ihn kennt. Wenn man schon mal eine Ziege von nahem gesehen hat. Jo, und die springen hier über die Weide, ne? So, und gucken wir mal. Wirklich, ne? Also das haben sie auf jeden Fall nicht schlecht getroffen. Das mit den Haaren sieht eigentlich ganz geil aus in den Ohren. Das macht es auf jeden Fall authentischer. Der Blick erinnert mich an Sid aus Ice Age. Entschuldigung. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Detailliebe. Das, was man erkennen kann. Im Hintergrund sehen wir übrigens die amerikanische Karte. Na, auch hier diese Haare an den Augen, dass sie halt so einzeln zu sehen sind. Nicht nur in Büschen, sondern wirklich relativ. Hier sieht man so ein bisschen buschig. Aber auch man sieht auch die einzelnen.
Und auch hier die Hörner, diese, weiß nicht, Verhornungen auf dem Horn, sieht man auch ganz geil. Hier haben wir noch ein bisschen anderen Blick nochmal. Hier sieht man mal eine kleine Ziege, die gerade liegt und im Liegen kleiner ist als dieses Unkraut, was hier wächst. Diese Blume oder was auch immer das hier sein soll. So, dann gucken wir mal. Danach schufen unser Artist und Programmierer die anderen Bestandteile einer anatomisch korrekten Ziege in verschiedenen Stadien. Vom kleinen Zicklein bis zur ausgewachsenen Ziege. Bevor wir dir die Mini-Ziegen herzeigen, hier ein paar Fakten über echte Ziegen. Und wenn das noch nicht reicht, findet ihr am Ende der Preview ein kurzes Interview mit Manuel Leitner, einem der Hintermänner bei der Erschaffung virtueller Ziegen im Farming Simulator 25. Warum Ziegen tolle Tiere sind? Wir lieben sie. Weil die Animation ist auf jeden Fall gut, ne? Als wenn sie mit uns reden würde. Gib mir mehr Futter. Was machst du hier? Guck mal, hier sieht man sogar auf dem Rücken die einzelnen Haare in einem. So genau auf der Mitte. Sieht auch ganz geil aus. Okay, warum sind Ziegen so gut? Ziegen sind unglaublich gute Kletterer. Bekannt für ihre Beweglichkeit erklimmen sie steile Felsen und sogar Bäume. Ihr denkt, ihr seid gut im Bouldern? Sicher nicht im Vergleich mit einer Ziege. Dank ihrer rechteckigen Pupillen haben sie einen nahezu 360-Grad-Rundumblick, mit dem sie Raubtiere erkennen und sich in schwierigen Gelände zurechtfinden. Sie sind neugierig und intelligent. Sie können lernen, Tore zu öffnen oder Gegenstände zu manipulieren. Es ist gut, ein Auge auf sie zu haben. Ziegen sind sehr gesellig und bilden enge Bindungen innerhalb ihrer Herden oder auch mit Menschen und anderen Tieren. Jede Ziege hat eine einzigartige Stimme, daher so viele Videos schreiender Ziegen im Netz. So können nicht nur Mutterziegen einzelne Ziegen an ihren Blöcken erkennen. Okay, jetzt faktisch, also Klettern, klar, das kennt man. Ich habe mal in einer Kita gearbeitet, die war in einem Park und dort waren Ziegen, deswegen kennt man das so ganz gut. Das mit den Pupillen war mir nicht bekannt. Dass sie intelligent sind, das hatten mir die Tierpfleger damals erzählt. Und dass sie Bindungen eingehen auch. Aber dass sie eine einzigartige Stimme hat, wusste ich auch noch nicht. Ja, mal was Neues dazugelernt. Beste Ziegen, Babyziegen. Was wollt ihr mehr? Gucken wir uns das mal genauer an. Jeden Fall gut animiert. Ah, dieses Springen ist wirklich gut animiert. Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, das in einem vernünftigen Zyklus zu animieren. Aber wie wir sehen, ist es ja möglich. So, von den Bildern her. Also auch, dass sie zusammen interagieren, finde ich gut. Dass sie halt nicht nur einzeln springen, sondern halt auch zusammen irgendwie mal ein bisschen. Das macht es auf jeden Fall sehr lebendig und realistischer. Man sieht hier diese komischen Blabber, diese Flatterdinger hier fehlen hier irgendwie. Die Hörner sind natürlich noch nicht zu sehen. Und die ganzen Haare sind weniger. Bester Käse, Ziegenkäse. Neue Produktionen. Dann haben wir uns das nochmal an. Das hatten wir ja auch schon mal. Aber gut, sieht so aus, als wenn sie mit uns reden, ne? Ich finde die gut. Ziegenmilch ist nicht jedermanns Sache. Aber diejenigen, die sie mögen, lieben sie. Ihr ausgeprägter, leicht herber Geschmack ist nicht so süß und mild wie die normale Kuhmilch. Aber gerade deshalb ist dieser einzigartige Geschmack und profitabel in der Produktion. Gehen wir quasi mal von den Ziegen weg. Wir haben hier einen Hörmannstall, so wie das aussieht. Würde ich zumindest mal behaupten, auch wenn es hier nicht steht, aber der ist ziemlich ähnlich einiger Stelle aus dem 22er.
Es kommen im Prinzip Milchkannen auf Palette raus, 6 Milchkannen pro Palette. Die können wir dann mit dem Gabelstapler abtransportieren in die Fabrik rein und die schmeißt uns dann quasi Ziegenmilch raus. Abgepackt in Flaschen, so wie das jetzt hier aussieht. Goat Milk in Flaschen 3x3, also 9 Flaschen pro Kiste. Und Ziegenkäse. 2, 4, 8 Stücken Ziegenkäse pro Kiste. Das alles auf Palette und damit dementsprechend leicht zu handeln. Ja, der Stall ist quasi wie der Schafstall. Im 22er ist im Prinzip derselbe Stall, nur dass da halt Ziegen jetzt drin sind oder zusätzlich drin sind. Ziegen, um ihrer selbst willen zu halten, ist schon aufregend genug. Aber ihre neue Produktion erlauben es euch, ihre Milch zu verarbeiten und feinen Ziegenkäse herzustellen. Es lohnt sich. Das heißt, der Ziegenkäse ist wahrscheinlich teurer zu verkaufen. Falls ihr euch bislang um den Geschmack von Ziegenkäse herumstellen konntet, probiert ihn doch mal mit Früchten, Nüssen, Honig und Kräutern wie Thymian, Rosmarin und Basilikum. Von Salat über gefüllte Paprika bis hin zu Pasta und Pizza. Die meisten Gerichte mit Käse funktionieren auch mit Ziegenkäse. So, und dann kann man ja das Interview nochmal durchgehen. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Von Manuel Leitner. Producer Gameplay, also Produzent oder Produktion Gameplay und Lead Gameplay Programmierer, also er ist Programmierer. wie kam es zur Entscheidung, Ziegen in das Spiel aufzunehmen? Ziegen waren ein beliebter Wunsch unserer Spieler, vor allem in bestimmten Regionen, wo sie eine wichtige Rolle in der Tierhaltung spielen. Sie passen sich gut zu unseren Produktionsketten und neuen Produkten, die die Spieler herstellen können, was sie für alle interessanter macht. Ist auf jeden Fall ein Argument. Welches einzigartige Verhalten zeigen Ziegen im Vergleich zu anderen Nutztieren? Ihr werdet viele neue Animationen in unserem Charakter- und Animationsteam sehen, das großartige Arbeit geleistet hat, um die Tiere zum Leben zu erwecken. Weil Ziegen besonders lebendig sind und angesichts unseres verbesserten Animationssystems dachten wir, dass Farming Simulator 25 ohne sie unvollständig wäre. Vor allem die Zicklein springen so herum, wie man es von jungen Ziegen erwarten würde, was sehr schön anzusehen ist. Wie habt ihr das Verhalten echter Ziegen authentisch ins Spiel bringen können? Einige der Vorteile daran, dass am Landwirtschaftssimulator viele Leute arbeiten, die bereits viel Erfahrung mit realer Landwirtschaft haben. Es gibt bereits ein grundlegendes Gefühl dafür, was authentisch ist, und das gilt auch für Tiere wie Ziegen, wenn wir sie digitalisieren. Aber um sie virtuell wirklich zum Leben zu erwecken, haben wir uns auch eine Menge Videos von Ziegen in verschiedenen Umgebungen angeschaut und ihr Verhalten gemeinsam analysiert. Schließlich mussten Artists, Animatoren und Programmierer aufeinander abgestimmt sein. Vor welchen Herausforderungen standet ihr bei der Gestaltung von Ziegen? Ziegen sind aktive und verspielte Tiere. Die Herausforderung bestand hier natürlich darin, ihre Bewegungen realistisch aussehen zu lassen und sie richtig zu animieren. Ich denke, unser Team hat hier gute Arbeit geleistet und die Ziegen tragen zur Lebendigkeit der Bauernhöfe bei. Warum sind Ziegen Ihrer Meinung nach beeindruckende Nutztiere? Vor allem Ziegen zeigen gerne, dass sie eine ausgeprägte Persönlichkeit haben. Wie gesagt, sie sind verspielt. Da sie auch unglaublich neugierig und intelligent sind und ständig ihre Umgebung erkunden, kann die Haltung von Tieren eine ziemliche Herausforderung darstellen. Aber sie entschädigen dafür mit wertvollen Ressourcen wie Milch und sind für ihre Widerstandsfähigkeit unterschiedlichen Umgebungen bekannt. Ja, die will jetzt gerade aufstehen und das zeigen sie jetzt gerade. Okay. Gut, und dann kann man noch mehr vorbestellen. Ne? McDonald's-Paket. Und wie wir das machen können. So, dann haben wir schon mal das nächste Informationsvideo durch. Sie, interessante Tierart auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie sich das im Spiel später zeigt. Bis jetzt gab es die ja auf einigen Modkarten. Was ich so mitbekommen habe, man kann ja nicht jede Modkarte spielen. Und da waren sie schon sehr gut gemacht. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob das Giants auch so übernehmen konnte. Und dann gucken wir, was die Modder daraus machen. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Adieu und bye bye.